Manche Forscher spekulieren, dass es sich hier um ein weiteres Instrument im Wetterkrieg handelt. Sie erscheinen als normale Kondensstreifen von Flugzeugen. Doch sie bleiben für viele Stunden, manchmal für einen ganzen Tag am Himmel. Manche nennen sie Chemtrails. Chemtrails sind Chemikalien in der Atmosphäre. Sie werden absichtlich von hochfliegenden Tankflugzeugen der Luftwaffe versprüht. Will Thomas hat ein Buch über Chemtrails geschrieben. Seit den späten 1990er Jahren untersucht er die seltsamen Muster am Himmel. Ein Repräsentant aus höchsten Regierungskreisen, den wir Deep Sky nennen, hat uns die Wahrheit über Chemtrails bescheinigt. Kommerzielle Flüge werden so umgeleitet, dass sie neben Tankflugzeugen der Luftwaffe fliegen. Diese stoßen dann die Chemtrails aus. Die Theorie ist, dass Chemtrails in Verbindung mit HARP genutzt werden. Metalloxide werden über feindlichem Himmel ausgestoßen und durch ILF-Wellen aufgeheizt. Die Temperatur im Himmel steigt so auf 38 Grad Celsius. Dies verhindert die Akkumulierung von Wasserdampf und damit auch Wolken und Regenfälle. Die ILF-Wellen von HARP prallen von der Ionosphäre ab und können über die Erde wandern. Jeder Punkt auf dem Globus ist zu erreichen. Das Gefährliche an Chemtrails ist, dass sie den Himmel trockenlegen. Diese chemischen Partikel können Dürren verursachen. Im Krieg würden Chemtrails in feindlichen Ländern lange Dürren verursachen, ihre Rohstoffe trockenlegen und sie zur Kapitulation zwingen. Nicht weniger furchteinflößend wäre es, wenn man sich den Regen zur Waffe macht. Der könnte schreckliche Flutwellen auslösen und ganze Städte fortreißen. Die Macht über den Regen könnte kriegsentscheidend sein. 20. August 2005. Der Wetterdienst überprüft einen bescheidenen Sturm über den Bahamas. Es ist nur ein tropisches Tief, zu harmlos, um Schaden anzurichten. Doch das wird sich ändern. Es wird einer der größten Stürme unserer Zeit. Ein Hurrikan der Kategorie 5. Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 280 km/h. Er trägt den Namen Katrina. Katrina verwüstete die US-Staaten am Golf von Mexiko und war eine der schlimmsten Katastrophen in der Geschichte der USA. Der Schaden lag bei 81 Milliarden Dollar. 1.800 Menschen starben. Wie bei vielen anderen Hurrikans in diesem Jahr war Katrinas Verlauf äußerst ungewöhnlich. Die Hurrikansaison 2005 wies einige seltsame Anomalien auf. Manches hätte nicht passieren dürfen. Zum Beispiel verliefen viele Hurrikans in geraden Linien. Das ist ungewöhnlich. Dazu gibt es eine geheimnisvolle Theorie, die weit hergeholt scheint. Es gibt ein paar dunkle Verschwörungstheorien über Hurrikan Katrina. Sie besagen, dass der Verlauf des Hurrikans von russischen oder chinesischen Wetterkontrollexperimenten bestimmt wurde. Kurz bevor Katrina die Küste erreichte, wandte er sich um 90 Grad nach links und verlief eine Weile am Strand entlang, bevor er auf die Küste traf. Spekulationen behaupten, dass unsere Feinde Hurrikans auf uns schleuderten. Wir waren Opfer von Wetterwaffen. Bis jetzt gibt es keine schlüssigen Beweise für Spekulationen solcher Art. Der Kurswechsel könnte auch nur eine Laune des Hurrikans gewesen sein. Doch das Potenzial einer solchen Waffe wurde erkennbar.
Ein Hurricane ist vergleichbar mit einer Nuklearwaffe. Ihn zu kontrollieren, könnte die ultimative Kriegswaffe werden. Im Jahr nach Katrina geschah etwas Merkwürdiges. Laut Wetterbehörde erreichte 2006 kein einziger Hurrikan das Festland. Hat das US-Militär HAARP verwendet, um Hurrikanangriffe abzuwehren? Jerry Smith meint, ein Hochdruckgebiet über dem Südosten der USA deutet darauf hin. This high-pressure dome has never existed before. It's noch nie zuvor hat über dem Südosten der USA während der gesamten Hurrikansaison ein Hochdruckgebiet existiert. Doch nun haben wir es seit 3 Jahren. Dieses Hochdruckgebiet funktioniert wie ein Flipper. Die Hurrikans werden wieder aufs Meer zurückgeschleudert. Es ist bezeichnend, dass HAARP im gleichen Jahr fertiggestellt wurde. Meteorologen bezeichnen das Hochdruckgebiet als Wetteranomalie. Solche Dinge geschehen häufig in der Natur. Doch seine Intensität verwundert viele Meteorologen. Ist dies das gleiche künstliche Hochdruckgebiet, das 1988 bis 1992 Kalifornien heimsuchte? Heute streiten alle Staaten der Welt ab, Wetter als Waffe zu benutzen. Doch es gibt widersprüchliche Hinweise. Dieser Bericht der US Air Force umrahmt den Plan, bis zum Jahr 2025 das Wetter zu Kriegszwecken manipulieren zu können. Zitat: Wettermodifikation kann Truppen optimieren und könnte sich auf das ganze militärische Spektrum ausweiten. Der Bericht war eine militärische Analyse der Möglichkeiten. Regen erzeugen, Dürren erzeugen. Bis 2025 sollten wir in der Lage sein, das Wetter zu manipulieren. Es wird deutlich, wie und warum die US Air Force das Wetter sich zunutze machen sollte und welche Technologien dafür nötig sind, um so zukünftige Kriege zu führen. Die perfekte Kriegsführung wäre, keinen einzigen Schuss abzugeben, sodass am Ende niemand weiß, wer den Krieg begonnen hat. Der Wetterkrieg würde dies ermöglichen. Mit der Deadline bis 2025 ist die Zukunft des Wetterkrieges ein Grund zur Besorgnis. Das Schlimmste wäre, wenn satellitenbasierende Waffen das Wetter der Erde auf den Kopf stellen. Es könnte in der Wüste regnen und in der Arktis Hitzewellen geben. Wenn ein Feind den Jetstream über Nordamerika ändert, könnte er dort eine neue Eiszeit auslösen. In 50 Jahren könnten geophysische Manipulationen die Hauptkriegswaffe sein. Statt Bomben und Gewehren wären es Erdbeben und Flutwellen. Das ist die Zukunft des Krieges. Der Wetterkrieg ist eine tödliche Technologie und hat nichts mit Fortschritt zu tun. Das Ziel des Wetterkriegs ist katastrophale Umweltzerstörung und der Verlust vieler Menschenleben. Wer in Zukunft das Wetter kontrolliert, kann also auch die Welt kontrollieren.